In dieser Aufgabe geht es um die Länge eines Vektors bzw. um den Abstand von zwei Punkten. Es sind zwei Punkte gegeben, einmal der Punkt Q mit 4, 3, 7 und der Punkt P, der ist nicht ganz vollständig. 3, 1 und die x3-Koordinate ist nicht gegeben. Diese fehlende Koordinate soll jetzt so bestimmt werden, dass der Abstand zwischen diesen zwei Punkten genau drei Längeneinheiten ist. Zunächst mal möchte ich überlegen, wie viele Lösungen es eigentlich gibt. Es gibt natürlich unendlich viele Punkte, die genau drei Längeneinheiten von diesem Punkt Q entfernt sind. Aber wenn man sich das im Koordinatensystem vorstellt, dann weiß man, dass zwei Dimensionen ja schon festgelegt sind. Also auf der x1-Achse und auf der x2-Achse wissen wir schon die Position. Wir wissen nur nicht die Höhe. Es muss also genau zwei Ergebnisse geben. Einmal ein Punkt, der irgendwie so schräg darunter liegt und ein Punkt, der genau an der gleichen Stelle, aber viel höher, so schräg darüber liegt. Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich den Vektor zwischen diesen beiden Punkten, also den Vektor PQ, bilde und dann die Länge dieses Vektors bestimme und dann am Ende gucke, was muss ich für P einsetzen, dass 3 rauskommt. Also ich rechne P minus Q, dann hätte ich den Vektor QP. QP wäre 3, 1 und P3 minus 4, 3, 7. Kommt raus. 3 minus 4 ist minus 1, 1 minus 3 ist minus 2 und am Schluss P3 minus 7. P3 minus 7. Das ist der Vektor. Um die Länge eines Vektors zu bekommen, muss man die Quadrate der einzelnen Koordinaten zusammenzählen und daraus die Wurzel ziehen. Also ich mache das mal. Die Wurzel aus minus 1 zum Quadrat plus minus 2 zum Quadrat plus ja, P3 minus 7 zum Quadrat. Und da soll 3 rauskommen. Zunächst mal möchte ich diese Wurzel hier loswerden, deshalb quadriere ich einfach beide Seiten. Dann fällt die Wurzel weg und ich kann das hier schon mal ausrechnen. Minus 1 zum Quadrat ist 1, jetzt ein bisschen mehr Platz. Dann minus 2 zum Quadrat ist 4. Jetzt muss diese Klammer hier aufgelöst werden. Das ist sozusagen die zweite binomische Formel. A minus B zum Quadrat wäre A Quadrat minus 2 mal A mal B plus b². Also p3 hoch 2, also ich schreibe das direkt, plus p3 hoch 2, dann kommt ein Minus, 2 mal a mal b, 2 mal 7 ist 14, p3 plus 7 Quadrat ist 49, ist gleich, so wir haben beide Seiten quadriert, deshalb nicht mehr 3, sondern 9. Jetzt haben wir eine quadratische Gleichung hier stehen und wir können die ganz einfach mit der PQ-Formel lösen. Erstmal Zahlen zusammenfassen. 1 plus 4 ist 5 plus 49 ist 54. Auf beiden Seiten minus 9 ist 45. Minus 9. Dann steht da P3 hoch 2 minus 14 P3 plus 45 gleich 0. So, PQ-Formel. Ich rechne mal hier links weiter. Also minus p halbe ist plus 7. 7 plus minus Wurzel aus. 7 zum Quadrat minus 45. 7 zum Quadrat ist 49, minus 45 ist 4. Also 7 plus minus Wurzel 4. Wurzel 4 ist 2. Dann wäre das Ergebnis einmal entweder 9 gleich 9 oder P3 gleich 5. Damit haben wir das Ergebnis. Der Punkt P ist also entweder 3, 1, 5 oder der Punkt P ist 3, 1, 9. Damit ist die Aufgabe gelöst.